Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Boah, so viel du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, wir haben ja noch keine Lernpunkte, deswegen geht dort ja nicht. Zurück. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Gut. Mach's gut. Mach's besser. So, also wir müssen einen Graham hieß er, ne? Nicht Grimm, sondern Graham finden. Gadis. Und der soll mir jetzt eine Karte geben. Schatten. Der ist ja nur Kiffen, ey. Ein Butler. Graham, ah genau, der war das doch. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Graham. Ich zeichne Karten. Karten? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Gesehen? Was willst du? Eine Karte. Diego schickt mich, er sagt, du sollst mir eine Karte geben. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Alter, will der Halunke echt 20 Erz von mir haben? Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. So, gut, ich werde die Karte bezahlen. Hier, nimm das Erz. Ich komme wieder oder rück die Karte raus. Ich poliere dir die Fresse. Rück die Karte raus oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. So, wenn ich auf M drücke, passiert halt immer noch nichts. Guck mal, wo war denn die Karte? Da. So, der Pfeil bin wohl ich, das X ist wohl die Mine. Und das ist jetzt nur natürlich ein Ausschnitt von der Karte. Wenn man sieht, oben, so ganz oben rechts in der Ecke ist halt dieser Teich, da bin ich hergekommen. Und ja, links ist halt dieser Hurenwald, wo ich nicht reingehen soll. Und dahinter ist die Mine. Und was das direkt unten ist, da weiß ich gar nicht. Neue Lager wird es wohl nicht sein. Na gut, eine Karte haben wir schon mal. Wer es gemerkt hat, gerade im Gespräch ist bin ich gerade auf den Desktop geflogen und die Aufnahme ist unterbrochen worden. Ich hoffe, das ist nicht großartig aufgefallen. Na, reden wir mal mit. Wow! Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein.
Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Ja gut. Wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach mal raus und kill ein paar Viecher, weil ich muss erstmal auch ein bisschen leveln. Und natürlich weiß ich auch, wo Neck ist, aber ich gehe jetzt einfach mal raus und level ein bisschen. Das hat jetzt, ich habe keine weiteren Gedanken. Ich gehe jetzt einfach raus und kill ein paar Viecher, weil ich voll im Biss bin. War vorhin auch diese Höhle hier, die hat mich gerade auch schon so angesprochen. Da war nämlich so Molleratz drin. Hoffen wir mal, dass ich das hier überstehe. Pull ich den Homo erstmal hier ein bisschen raus. Ich habe auch keinen Bock, dass mich alle instant angreifen. Na? Oh. Attacke! Boah, was ist das? Boah! Nein! Nein! Da seht ihr, was passiert, wenn man nicht speichert. Jetzt kann ich mich umsehen. Bisschen durch die Map glitschen. Kann ich vielleicht Höhlen entdecken, ey. Und Spaß. Naja. Und ich drücke jetzt alle Tasten, die es gibt. Passiert nichts. Ich muss dann das Spiel laden. Mir ist schon sehr häufig passiert, dass ich dann speichere, Alter. Meinst du, wie ärgerlich, dass du speicherst, wenn du tot bist? Das geht in dem Spiel. Ja, das geht. So. Aber ich habe ja direkt hier gespeichert, deswegen. Ich bin ja gut ausgestattet hier, deswegen versuchen wir es gleich nochmal. Ich muss halt, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, die Viecher zu killen, aber was anderes bleibt mir halt echt nicht übrig. Ich könnte auch erstmal den Scavenger da klatschen, weil der stört mich auch schon ein bisschen die ganze Zeit. Der glotzt so blöd. Komm her, du Huren, aufs Maul! Komm. Und sogar schon ausgewachsen hat. Oh Gott, oh Kacke. Warum kann ich nicht angreifen? Was ist das denn für eine Scheiße? Ah. Wieso? Warum ist der denn nicht gestorben? Warum habe ich ihn denn nicht angehittet? Was soll der Scheiß? Oh Mann, nochmal. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon 20 Mal durch, aber es ist auch schon etwas länger her. Stimmt schon wieder so 2 Jahre, als ich das letzte Mal gespielt habe. Oder 30 Mal oder 80 Mal, keine Ahnung, ich habe schon einige. Also auf jeden Fall schon sehr häufig gespielt. Ich weiß, dass die normalen Scavenger schon recht stark sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dem überhaupt Schaden fahre. Natürlich auch so eine Sache. Boah, Junge, das war schon wieder hier eine. Ja, knapp ist was anderes, aber es war schon heikel. So, jetzt merke ich eine Beere. Jetzt merke ich noch eine Beere. Mach den Speicherfuchs. Und versuche jetzt den nächsten Molleratz zu penetrieren. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder alle an den Eiern hier. Das ist ja wieder ganz eklig. Die wird schwimmen können. Oh Gott, was passiert? Was passiert denn hier jetzt? Oh Gott, ich kann tauchen. Und ich lasse mich jetzt erstmal einfach mal von dem Wasser hier wegtreiben. Ich kann übrigens auch schwimmen, das funktioniert. So, jetzt habe ich ein Molleratz schon mal aus dem Weg geschafft. Ich meine, nach einer Zeit dürften die wieder in ihre blöde Höhle zurückgehen. Oder sie rage quitten jetzt einfach und rennen hier überall über die Map rum. Was haben die vor, ey? Gehen jetzt echt über die Brücke. Dann werden die Typen da hinten aber sehr mad. Lol, was machen die denn? Also sie trennen sich auf jeden Fall. Das ist meine Chance. Dem habe ich auch wieder gegeben. Ja, und den anderen Molorat, der rennt jetzt gerade voll in sein Verderben, wenn ich ehrlich bin. Weil er wird jetzt gleich Drecksvieh und dann
Obwohl, nee, die machen doch gerade gar nichts. Ah, doch, da rennen sie schon. Aber ich habe die Punkte noch gekriegt, das ist schon mal sehr wichtig. Gucken wir mal, wie viel brauche ich noch zum Level Up? 380 habe ich von 500. Das dauert nicht mehr so lange. Also am Anfang bin ich sowieso immer so der Typ, der einfach mal erstmal levelt. Ne? Ich meine, man kriegt für Quests auch EP. Keine Frage. Aber ich kill halt gerne die Viecher, weil am Anfang... Was liegt denn hier, ey? Achso, Pilze. Am Anfang merkt man den Unterschied dann doch noch ein bisschen extrem. Also hier ist ja schon mal nichts Großartiges los. Nehmen wir einfach mal hier lang. Da sind auch schon wieder ein Scavenger. Ich hoffe, es ist nur einer. Ich habe in Erinnerung, dass es zwei sind. Scheint nicht so. Und ah, Tage! No homo. Und dem habe ich auch gegeben. Und deswegen ist es so elementar wichtig, nach jedem Kill, auch gerade am Anfang, zu speichern. Ja, ich muss nochmal Enter drücken. Ich dachte schon, das Spiel hat sich aufgehangen. Mein Rechner ist da so empfindlich für. Gerade bei... Was war das denn? Steinwurzel, gib mir das! Gib mir diese Steinwurzel, los! Aber wir wollen jetzt erst noch uns mal ums alte Lager rumorientieren, sag ich mal. Ich habe jetzt keinen Bock, schon durch die ganze Map zu rennen, weil man kann jetzt auch theoretisch schon zum Endgegner rennen, den Flachsen und Instant Win. Aber... Ja, was soll ich sagen? Also das schafft man natürlich nur mit Hex. Und da man jetzt, da ich jetzt nicht so der Hacker bin und das wäre auch unsinnig in einem Let's Play. Also was heißt Hacken? Man kann halt Cheats aktivieren, so God Mode und kannst ja rumfliegen und so. Also sehr nützlich halt, wenn man so dann ein paar Easter Eggs erkunden möchte, aber. Oh, da hinten sind zum Beispiel schon 4 Scavenger. Da gehe ich jetzt nicht dran. Na, speicher nochmal und geh mal in diese Höhle hier rein. Der Sound kommt bei mir von hinten. Ganz eklig. Na komm. Wow! So ein Hurensohn. Hat er mir echt den Frack gezogen. Weg mit der Waffe, weg damit! Ist ja gut. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ja, komm, fisch ab, du Homo. Ja, die sind hier alle sehr aggressiv und nicht wirklich offenherzig, muss ich sagen. Also mein Problem ist, dass ich jetzt eigentlich, ich bin wieder. Dass ich jetzt eigentlich gedacht habe, dass ich Neck hier finde, aber tue ich nicht. Das bedeutet, dass ich entweder verkackt habe und das Spiel irgendwie in Arsch ist, oder ich habe mich einfach gerade nur mega vertan. Das wird wohl eher der Fall sein. So. Wie ihr gerade rechts gesehen habt, sind da einige Scavenger, die will ich jetzt nicht pullen. Da habe ich auch ehrlich gesagt auch gar keine Affinität zu, jetzt mich mit 4 Scavengern anzulegen. Ich speichere einfach und springe einfach hier durch.